Aufgespült am Sonntagvormittag. Der Radio Steiermark Frühschoppen. Wir übertragen heute einen Frühschoppen aus der WM-Halle in Murau anlässlich der Eröffnung der ersten Wasserstoffanlage in der Region Murau. Als Moderator begrüßt Sie Paul Reicher. Wir haben eine großartige Stimmung da in der WM-Halle in Murau, von wo wir Sie heute begrüßen zu unserem Radio-Frühschoppen an diesem schönen Sonntag, an diesem warmen Sonntag. Aber wir haben es da herinnen auch durchaus klimatisiert. Wir haben Energieflüsse laufen da in Murau und das ist schon ein Thema. Wir sind schon mittendrin eigentlich, worum es in diesem Frühschoppen gehen wird. Die Holzwelt Murau hat da eingeladen zu diesem Frühschoppen und dieser erste Marsch, könnte man auch fast sagen, der unterstreicht das Thema, wegen was wir da heute eigentlich da sind. Sic Parvis Magna hat der Musikverein Stadtkapelle Murau unter dem Kapellmeister Gernot Mang gespielt, was ungefähr so viel bedeutet wie vom Kleinen ins Große. Und das ist etwas, was Murau eigentlich schon seit jeher auszeichnet. Eine Stadt, ich nenne jetzt mal einen Namen, einer großen Vordenkerin, die Anna Neumann, die da gewirkt hat. Und sie war vielleicht auch eine, die das Samenkorn gelegt hat für die Herrschaften, die bei der Holzwelt Murau tätig sind. Und bei der
Green Power Geschichte auch mit dabei sind beim Denken, wenn Sie sowas erfinden und aufstellen wie eine Wasserstoffanlage. Beim Erfinden, sagt der Herr Geschäftsführer Kraxner, müssen wir aufpassen, erfunden war sie schon, die Wasserstoffanlage. Aber aufgestellt ist sie erst vor kurzem worden. Und um die wird es heute auch gehen, weil man da sich Gedanken macht, wie könnte man Energieprobleme in Zukunft anders angehen, vielleicht auch anders lösen, so lösen, dass wir ein bisschen mehr Unabhängigkeit haben. Das ist auch etwas, was, glaube ich, von dieser oder in dieser Region auch immer wieder mitschwingt im Denken. Wenn ich da aufschaue, mit grüner Energie in die Zukunft, ein schöner Leitspruch, der uns auch durch diesen Frühschoppen begleitet. Ebenso wie Musikanten. Es ist nicht nur die Blasmusik da, es ist auch der Berstl Viergesang da aus Oberwölz. Herzlich willkommen. Und wie es ist für einen Sonntag vielleicht für manchen auch gehört, zumindest denkt er schon sein halbes Leben drüber nach, ob er das nicht einmal tun soll und tut dann doch lieber Radio Steiermark hören. Auch Sie sind herzlich willkommen, nämlich die Herren, die lieber Damen und Herren, die lieber Radio hören und die Musi dazu, die Wolfhörer Musi, und die hören wir jetzt gleich mit der Teufelsstern-Polka. Schön, dass ihr da seid. Wolfhörer Musi ist es gewesen, ein Musi aus der Region, und wir befinden uns natürlich in einer wunderbaren Region, der Region Murau, und das zeichnet sich auch daraus oder dadurch aus, unser Frühschoppen wird dadurch ausgezeichnet, dass man, ich nenne euch jetzt nicht namentlich, ihr werdet es mir verzeihen, aber einen ganzen Tisch voller Bürgermeister aus der Region haben, also einen herzlichen Applaus, danke, dass ihr gekommen seid und dieses Miteinander in der Region dadurch unterstreicht mit eurem Besuch. Danke vielmals. Und der, der jetzt stellvertretend für die Herren Bürgermeister dasteht, das ist natürlich der Hausherr, der Thomas Kalcher. Lieber Thomas, danke, dass wir so schnell uns einig waren, dass wir der Pauli und der Thomas sind, und danke, dass wir da sein dürfen in deiner schönen Stadt. Danke, freue mich auch, dass das heute in Murau stattfinden kann. Bin wirklich froh, im Zusammenhang auch mit dem Thema Energie, das du schon angesprochen hast. Und ich glaube, dass das wirklich ein schönes Fenster nach außen hin ist, was wir mit unseren Ideen bewirken wollen.
Die Ideen hast du gerade angesprochen. Ich bin früher ein bisschen durch die Halle gegangen. Natürlich, wir sind in der WM-Halle. 1982 war die WM. Ist schon eine Zeitl her. Man kann sich auf dem Alten ja nicht ausruhen. Und das ist auch das, was ihr überhaupt nicht vorhabt. Ja, es war 1982 die nordische Junioren-WM, die in Mura stattgefunden hat. Und das ist wirklich schon 4 Jahrzehnte her, wobei die Stadtgeschichte immer wieder gezeigt hat, dass man sich weiterentwickelt hat. Wir haben seit über 720 Jahren Stadtrechte. Und du hast bereits erwähnt, mit dieser Stadtgeschichte sind auch viele große Namen verbunden. Das Haus Schwarzenberg, das Haus Liechtenstein, aber auch die Anna Neumann, die du angesprochen hast, die jetzt zwar nicht am Energiesektor logischerweise vor 400 Jahren mitgewirkt hat, aber die Nachwirkungen haben wir bis heute wirklich real noch in unserer Gemeinde zu spüren. Wir müssen noch 46, 47 Liegenschaften mit Servituten, Holzservituten bedienen, also sehr wohl ein Energiesektor, damit du eben nach Bränden etc., die im Mittelalter doch öfter stattgefunden haben, den Leuten wieder auf die Füße hilfst, Energieträger ihnen zur Verfügung stellst, damit sie ihr Leben da fristen können. Sie hat vielleicht in dem Sinne mit der Energie nichts zu tun gehabt, aber sie war eine sehr energische Frau, wie es so zu lesen gibt über sie, gell? Sie war sicherlich eine außergewöhnliche Persönlichkeit, nicht nur, weil sie 6-mal verehelicht war. Sie war auch in Zeiten der Reformation, der Gegenreformation, sicherlich sehr gefordert. Sie war Protestantin in diesem gesamten Umfeld. Nicht einfach, es hat 2-mal Prozesse gegen sie gegeben, Wettermacherei, und das waren die Vorwürfe so in etwa. Aber sie hat auch im sozialen Bereich vieles geleistet. Sie hat das Bürgerspital ins Leben gerufen, also wirklich einen sozialen Rahmen über diese kleine Stadt gespannt, und ganz am heute noch mit ungefähr 3500 Einwohnern. Aber ich glaube, mit unseren Persönlichkeiten und Personen in der Stadt und im Bezirk sind wir trotz unserer Kleinheit große Vordenker. Bürgermeister Thomas Kalka aus Murau, danke. Nicht 4-mal verheiratet, aber 2-mal verheiratet doch, weil es halt 2 Badl sind. Das ist der Berstl Viergesang, und wir freuen uns jetzt aufs erste Lied. Der Alma Sommer wird es sein. Wann über Eselsberg hoch die Sonne aufgeht und die Schwagerin vor der Hütten steht, singen Vogel ein goderner Mondkonzert, das ist der Sommermond, wie er sie kehrt. Wieder an Glockenleut, zieht's mich gleich so aus wie auf die freie Weit. Jo, da soll mal leben, ist wohl mein schönster Zeit. Es kommt nicht schön, das geht jo weit und breit. Wieder blauscht, kommt der Mond schon auf über'n leeren Schluck, danke dem Herrgott für den schönen Tag. Wieder Yeah.
Eine schöne Stimmung haben wir da herinnen und die Leute gefällt es. Jetzt habe ich gerade so lieb eine Frau gesehen, die sich da an die Brust gegriffen hat und mei, so schön habe ich an die Lippen abgelesen, hat sie gesagt, wie sie gesungen haben. Der Berstl Viergesang, auch ein Gesang aus der Region Murau, da aus der Oberwölzer Gemeinde sind sie umgefahren. Der Herr Geschäftsführer Harald Kraxner ist jetzt bei mir, Geschäftsführer der Holzwelt Murau. Wenn man sich die Holzwelt so vorstellt, dass es etwas ist, wenn man sich um die Bretteln nur Gedanken macht, dann ist man schon am Holzweg. Gell? Die Holzwelt Murau ist ganz was anderes. Ja, das ist richtig. Da ist man wirklich am Holzweg. Die Holzwelt Murau bündelt eigentlich die Regionalentwicklungsaktivitäten im Bezirk. Und seinerzeit, vor circa 15 Jahren, sind alle Bürgermeister des Bezirkes Murau auch sehr weise vorausgegangen, wie wir schon gehört haben, und haben die Holzwelt Murau gegründet, um eben diese Entwicklungen zu bündeln und wiederum mit geeinten Kräften nach vorne zu schauen. Holz ist ja ein Werkstoff, der gerade in den letzten Jahren immer moderner geworden ist, der seine Vielfalt da immer mehr zeigt, was man damit alles machen kann. Das ist auch etwas, mit dem ihr euch auseinandersetzt, vermutlich. Ja, und das ist auch stimmig für Murau und für den Bezirk. Wir sind mit Wald und mit Holz gesegnet. Wir sind einer von den holzstärksten und waldreichsten Bezirke der Steiermark, wenn nicht ganz Österreich. Und uns wächst so quasi der Wald beim Fenster einer. Und das ist auch unsere Aufgabe und unser Ansinnen, vor allem mit diesem Rohstoff was zu machen, ihn da veredeln, auch behutsam umzugehen und schließlich aber auch Wertschöpfung zu erzeugen. Und diese Wertschöpfung, wenn man in die Zukunft denkt, die was uns ja das Auskommen schlussendlich dann auch da bei uns ermöglicht. Ich wollte gerade sagen, das werden Themen sein, die uns in der Zukunft natürlich ganz speziell begleiten. Ich darf vielleicht, weil wir uns schon da in der Region Murau befinden, auch dazu erwähnen, wer sich das ein bisschen anschauen möchte, der hat auch die Möglichkeit, in einem wunderbaren Museum das zu tun. Ja, wenn man praktisch nach Murau kommt, dann muss man zwei Dinge kann man jetzt anschauen. Eines muss man immer erwähnen, das ist das Steirische Holzmuseum. Das ist das größte Museum, was das Thema Holz betrifft, mit über 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und ein riesengroßer Kinderspielplatz. Und das Zweite, ab heute, nämlich die Wasserstoffenergiezelle, die wir heute eröffnet haben. Und ein Besucher, der was nach Murau kommt, muss vor allem diese zwei Dinge einmal gesehen haben. Wenn er das nicht da hat, gibt es keine Heimfahrt, gell? Ja, das ist richtig. Da wird er dann bei der Grenze abgefangen und gefragt, ob er diese zwei Unikate schon angeschaut hat. Mir ist jetzt ein bisschen der Skihang gegangen, aber zum Schluss hat er auch einen Auge zugedruckt. Also da können wir, glaube ich, das Halbe wegstreichen. Aber du hast natürlich recht, das ist alles zum Anschauen. Und wer dabei einen Hunger kriegt, der wird auch gastronomisch bestens versorgt. So sind wir da in einer wunderbaren Region der Steiermark und den Marsch der Steirer. Den gibt's jetzt von der Wohlfahrermusik. Bitte. Thank you.
Eine der steirischen Hymnen, der Marsch der Steirer. Und jetzt da bei der Wallfahrermusi, da geht's natürlich abends Holz, wenn ich so schaue. Murzer Haufen Holz ist da benannt. Und der mit dem meisten Holz, das ist der Georg Hahner, der Bossgeiger, der da mitspielt. Lieber Georg, warum heißt die Wallfahrermusi Wallfahrermusi? Ist das jetzt nur, weil es halt so ein netter Effekt ist, aber du schaust mir so wallfahrerisch aus ein bisschen. Jo, danke. Aber nein, es hat sich schon ergeben, dass wir eben aus zwei Oberzeitinger und zwei Schöderer die Musik gegründet haben. Und die Oberzeitinger gingen ja alle Jahre nach Schöder Wallfahrten, auch heuer wieder, jetzt mal am 1. Mai. Und aus dem hat sich der Name entwickelt. Und was ich so schön finde, weil wir alle wissen, wir haben in den letzten Jahren nicht unbedingt einfache Zeiten gehabt, wo manche Dinge zumindest von offizieller Seite her so angedacht waren, dass sie ausfallen. So geht es einmal so kompliziert. Aber das Wallfahrten ist nie ausgefallen. Nein. Recht hab's gehabt. Immer durchgeführt worden, ja. Ja, mal mehr, mal weniger? Ja, weniger durch die Pandemie hat es keine geführte Wallfahrt nicht gegeben, aber ein paar sind durchgegangen. Ja, mal mehr, mal weniger und mal spielt der Bass, mal spielt er besser, könnte man auch sagen, gell? Wir hören jetzt die Anna Polka und zwar von der Stadtkapellen, dem Musikverein Stadtkapelle Mura unter dem Kapellmeister Gernot Mang. Bitteschön. Musikverein Stadtkapelle Murau mit der Anna Polka. Die Egerländer Freund haben das natürlich auch als ein Stickel vom Ernst Mosch erkannt. Jetzt bin ich da herüben bei den Sängern und ich habe schon früher gesagt, zweimal verheiratet, tatsächlich ist es so, der Berstl Viergesang. Ich habe mich da jetzt zwischen einer drängt, nämlich genau zwischen den zwei, die eigentlich nicht zusammengehören. Ich fange mit Andi Platten an, der Bassist der Gruppen. Erklärt uns ein bisschen auf über die genauen familiären Verhältnisse bei euch. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Die Johanna und der Ignaz sind verheiratet, haben einen
Bauernhof daheim, Fulgo Berstl, darum auch der Name von uns, Berstl Viergesang. Und die Maria ist meine Frau und ich bin der zugehörige Ehegatte, der Platten-Andi, die Platten-Maria. Wir sind auch schon eine Ewigkeit verheiratet und wir singen jetzt schon ein paar Jahre in den Viergesang, was uns sehr gefällt. Ein paar Jahre tatsächlich. Und wenn wir jetzt vom Wald, von der Waldwirtschaft reden, vom Forst, vom Aufforsten, jetzt an die Johanna die Frage, wie schaut es mit euch am Aufforsten auf? Gibt es schon den nächsten Berstl Viergesang vielleicht? Natürlich, bei den Bammler schauen wir dazu und auch bei den Kindern haben wir dazu geschaut. Das heißt, wir haben zwei und die Plattners haben zwei und auch die zu viert ergeben einen ganz guten Viergesang. Siehst du, also da geht's nicht aus, also da wachsen die Sänger beim Feinsteiner, gell? Wie der Herr Kraxner früher gesagt hat, nicht die Baum. Wir hören jetzt wieder ein Lied, wenn ich so auf dem Bergle stehe, vom Hans Gilge diesmal, aber es ist euch das Lied gut aus der Umgebung auch sehr wichtig. Natürlich singen wir ganz gern, am liebsten sogar Komponisten aus unserer Heimat, aber wir müssen ja ein bisschen über die Grenze schauen, so weit sind wir eh nicht damit mit dem Hans Gilge. Eine gute Idee. Danke vielmals und gutes Gelingen. Und schau ins Tal hinein, dort ausschaut die das Himmelreich, nicht für mein Heimat ein. Dort ausschaut die das Himmelreich, nicht für mein Heimat ein. Dort unten steht mein Vaterhaus, wo die Jugend die verbracht. Da hat mir aus dem Mutterherz der erste Sonnenschein gelocht. Da hat mir aus dem Mutterherz der erste Sonnenschein gelocht. Und heut noch sing's und klingt sie mir, und's Leben tut mir so gefreien. Wer so a schöne Heimat hat, der kann Gott glücklich sein. Wer so a schöne Heimat hat, der kann Gott glücklich sein. Das könnt ihr ja da leicht sagen, auch. Wer so eine schöne Heimat hat, der kann gar glücklich sein. Ich darf da jetzt neben dem Klima- und Energiemodellregionsmanager der Holzwelt Murau, Erich Friedstein. Lieber Erich, die Anlage, die Wasserstoffanlage ist heute offiziell eröffnet worden, in Betrieb genommen worden. Für all jene, die jetzt Wasserstoff als Energiemaschine, sage ich jetzt mal, hört man ja in der letzten Zeit sehr oft. Was kann man sich tatsächlich darunter vorstellen? Was habt ihr da jetzt in Betrieb genommen? Ja, vielleicht einmal eingangs muss man ja sagen, den Wasserstoff, den muss man mit erneuerbarer Energie produzieren. Und von dem haben wir ja im Bezirk Mura sehr viel. Wir produzieren ja dreimal so viel Strom, was wir verbrauchen, aber nicht zu jeder Zeit. Das heißt, wir müssen diese Energie, auch den Strom, in Zukunft speichern können. Und wir haben jetzt eine Pilotanlage in Betrieb genommen, die Wasserstoffenergiezelle Johann. Und die funktioniert folgendermaßen. Wir haben eine 15 kW Peak PV-Anlage am Dach von unserem Holzfeldbüro. Da wird der Strom produziert, ins Haus geleitet. Der Strom, den wir gerade brauchen, der wird da sofort genutzt. Und der Überschussstrom geht dann zur Wasserstoffenergiezelle geleitet. Dort wird er zuerst in einen Batteriespeicher zwischengelagert. Wenn der Batteriespeicher voll ist, dann wird eine Elektrolysezelle in Betrieb genommen. Die spaltet das Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff und der Wasserstoff wird eingelagert. Und diese Zelle kann sozusagen diesen Wasserstoff wirklich vom Frühjahr, Sommer, Herbst in den Winter lagern, sodass wir den im Winter, wenn wir wenig Energie haben, wenn die Sonne nicht so viel scheint, wenn der Schnee drauf liegt, sozusagen trotzdem einen Strom für unser Büro dann auch haben. Das funktioniert
dermaßen, dass eine Brennstoffzelle da drinnen verbaut wird, der Wasserstoff entnommen wird, der reagiert mit dem Sauerstoff und da entsteht elektrische Energie und somit ist unser Büro schön hell erleuchtet, auch im Winter. Und was auch so wichtig ist, ihr seid damit unabhängig und dieses Pilotprojekt dient ja auch dazu, dass Herrschaften, die sich darüber Gedanken machen, wie könnt ihr das daheim anwenden, dass man da auch immer wieder herkommt, eure Daten mit ablässt, dass man dann sie für daheim ein Bild machen kann und das ist ja der eigentliche Sinn, der dahinter steckt, so habe ich es verstanden, dass man wirklich schaut, also von der Größe, von der Dimensionierung her ist es ungefähr so, ein mittlerer Bauernhof kennt sie mit der Anlage, so wie sie der Johann darstellt, durchaus versorgen. Genau, das ist ein Haus, eine Gebäudeanlage, mit der das ganz gut funktioniert und wie gesagt, der Hintergrund ist der, die Energiesicherheit, die wird immer wichtiger. Wir sehen das jetzt auch leider, muss man sagen, dass die Energie nicht immer zur Verfügung stehen wird, auch die fossile Energie nicht immer zur Verfügung stehen wird und dass wir diese erneuerbare Energie einfach produzieren und speichern können müssen. Habt ihr da schon Rückmeldungen von interessierten Herrschaften auch, die sich da darum interessieren? Ja, ganz viele Leute melden sich bei uns bei der Holzwelt Mura, aber natürlich auch bei der Mura Greenbauer, unsere neue Energiegenossenschaft, die ja sozusagen als Projektträger die erste Anlage auch sehr gut umgesetzt hat und wo wir ja schon 150 Mitglieder dabei haben, die das ja auch schon mittragen. Das zeigt auch, dass unsere Bevölkerung da bei dem Thema auch ganz stark mitgeht. Also, wir sind wieder bei den Vordenkern angekommen, gell? Und es ist sehr schön, dass wir das über diesen Frühschoppen vermitteln können. Wenn man ein Großheiferl, ein ziemliches, auch auf einen Haufen zusammenschmeißt und ein bisschen geduldig ist, dann wird's da drinnen auch warm. Das ist aber eine andere Energieform. Großheiferl, Burka, so heißt das nächste Stück, oder Wald, so hab's mir jetzt nicht gemerkt. Die Wallfahrer muss ja auf alle Fälle her jetzt. Vielen Dank, lieber Erich. Danke. Gemütliches Stickel war das jetzt vor der Wallfahrer Musi, so kurz vor Mittag. Und ich stehe da jetzt mitten unter den Damen und Herren der Stadtkapelle Mura, des Musikvereines Stadtkapelle Mura ganz genau, und der Herr Kapellmeister Gernot Mang.
darf nicht nur diesem wunderbaren Orchester vorstellen, sondern du bist heute auch Chef über 6 weitere Kapellmeister. Kann man sagen, es ist auch so ein bisschen das Bezirksorchester. Also wir sind wieder in der Region angekommen. Ja, absolut. Überregional muss man sagen, weil die Kapellmeister, einer ist der Kapellmeister der Werkskapelle Zeltweg, einer ist ein Kogelhof-Kapellmeister, sind halt alles alte Kollegen, wo auch ich schon gespielt habe bei der Brassband oder eben in Zeltweg bei der Werkskapelle. Und so hilft man sich gegenseitig drüber. Es ist ja nicht nur, wir haben ja nicht nur den OF-Frühschoppen zu spielen, wir haben ja auch viele andere Konzerte zu bestreiten. Und das ist eben diese Woche bereits die dritte Ausrückung. Die dritte Ausrückung. Und das muss man sagen, freiwillig trotz allem, das gehört auch mal gesagt, wie überhaupt diese Institutionen, so wie es auch die Kirchenchöre oder Feuerwehrrettung, was es alles ist, es braucht diese Leute, die sich da in den Dienst dieser Sache stellen, mit dieser Leidenschaft, so wie ihr das macht. Und ich glaube, das verdient einmal einen ganz, ganz großen Applaus. Danke vielmals. Es ist ganz einfach gesagt und es ist ja auch in den sozialen Medien so aufgetreten oder trotz diesen Satz geben, ohne Kultur wird das Leben still. Und diese Stille, die haben wir ja eh verordnet gehabt und die habt ihr besonders auch gespürt. Ja, es war natürlich eine Schockstarre, die nicht nur in Mura so war, die war ja weltweit eigentlich. Ja. Und man sieht erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Gell? Und das ist eben die Kultur, die Blasmusik ist das, was sehr, sehr abgeht. Der soziale Kontakt unter den Menschen. Die Vereine, das ist ein wichtiger sozialer Faktor. Die Jugend lernt dadurch das Umgehen mit anderen Leuten, Verantwortung zu übernehmen bei den Vereinen und so weiter und so weiter. Gott sei Dank ist es heute wieder besser. Es ist nicht nur besser, es ist perfekt. Wir sind da in der WM-Halle in Murau. Wir dürfen diesen schönen Frühschoppen durchführen und jetzt freuen wir uns aufs nächste Stückel für euch. Das ist die Jubi Lane Polka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir hören wieder den Musikverein Stadtkapell Murau und der Gernot Mang einen großen Applaus. Danke, dass ihr da seid. Thank you.
Rums die Bums hat es am Schluss gemacht, der letzte Trommelschlag, das könnte man auch so sagen. Es ist vielleicht ein Stein, der da Mankenheit vom Herzen fällt. Es gibt viel vorzubereiten und es ist viel zum Erledigen, wenn man so etwas Großartiges in Betrieb nehmen möchte. Und jetzt sage ich nur einen Satz noch, bevor ich mit dem Herrn Ernst Autischer, mit dem Ernst reden darf. Ich könnte mir vorstellen, du stimmst mir dazu, wenn ich sage, sind wir mehr, dann können wir mehr bewegen. Das ist eigentlich genau das, wofür du auch stehst. Paul, damit hast du völlig recht, nämlich die Murauer Grimbauer haben wir als Genossenschaft gegründet und das Wesen der Genossenschaft ist das gemeinsame Marschieren, gemeinsame Ziele verfolgen, das Geld in unserem Fall zusammenlegen, damit wir uns unserem wunderschönen Bezirk Murau, alle reden von der Wertschöpfung, ich sage, das Geld müssen wir ranhalten, wir müssen selber das Geld bei uns da in der Region verdienen, wir helfen alle zusammen und werden die Energie, die uns vom Himmel fällt, auffangen und für uns Einheimische zum Geld machen. Und wie ich schon gesagt habe, sind wir mehr, können wir mehr bewegen. Es gibt einen zumindest, wo ich so das Gefühl habe, der war schon gut aufgelegt, dass er da heute dazugeht. Ja, ich habe bei etlichen da das Gefühl, dass sie jetzt dazukommen möchten zu den vielen Mitgliedern, die wir bei der Murauer Grimbauer Genossenschaft sind. Aber was mich besonders freut, dass da einen besonders juckt, dass er Mitglied bei dieser Genossenschaft, dass es sehr einfach ist, das Mitglied werden. Man braucht nur 500 Euro am Tisch legen, dann ist man mit dabei. Und ich freue mich, wenn ich es richtig mitkriege, Thomas Kalcher, der Bürgermeister der Standortgemeinde, ein Vorbild wie immer für viele Dinge. Er hat die 500 Euro am Tisch gelegt und wird jetzt Mitglied der Murauer Grimbauer. Großartig. Ich habe mir vorher gedacht, was hat der da eingesteckt, weil er so dick aufgetragen hat beim Rock, aber jetzt ist natürlich alles klar. Danke vielmals. Jetzt hören wir Blauaugert Berstl 4 Gesang. Die haben wir schon. Da bei der Lederhosen steht hinten auch was. Ah, das ist der Knicker. Das ist nicht der 500er gewesen, aber es ist ja heute nicht aller Tage Abend. Blauaugert, hören wir jetzt keine Anspielung auf das, wie es beim Proben daheim zugeht. Ein Lied vom Heinz Rieger, der in Oberwölz gelebt und gewirkt hat. Blauaugert, Ortwandler, so is er mein Schatz. Gleich sein Herz ist zweit Groten, haum mehr drin Platz. Diri-di-ri-di-ri-di-ri-di-ri-di-o, haum mehr drin Platz. Allein in sein Herzlen, das war nur mein Wün. Drum mächtig sei Weiten mit Sorgschorten fühn. Diri-di-ri-di-ri-di-ri-di-o, mit Sorgschorten fühn. Oder na, war man's querli bei die Sorgschorten drin. Wann die Lehrgach recht hoss wird, dat ma Borde verbring. Diri-di-ri-di-ri-di-ri-di-ri-di-o, dat ma Borde verbring. Berstl Viergesang mit Blauaugert von Heinz Rieger. Wenn wir vorher diesen Beitrittsreigen schon eröffnet haben, wir wissen natürlich alle, die Kirchen hat gegolt, bin jetzt aber trotzdem da hergeschlichen zum Pater Gerwig Romierer vom Stift St. Lamprecht. Er ist dort auch der Wirtschaft, dass er, wie ich weiß, natürlich auch sehr in Verbindung mit dem Holz, mit der Holzwirtschaft. Ich will da jetzt gar nicht das Kerberl ausbocken, aber ich könnte mir vorstellen, das, was wir da heute in Betrieb genommen haben, gemeinsam in Murau, das ist natürlich auch ein Thema, was für euch interessant ist. Grundsätzlich ist es eine ganz eine tolle Geschichte da passiert, die ich auch schon lange mitverfolge oder wir als Kloster auch mitverfolgen zum Thema Genossenschaft. Ich habe die Anspielung schon verstanden. Wir sind selber schon Genossenschafter beim Biomasseheizwerk in St. Lamprecht seit über 30 Jahren und auch bei anderen. Und wenn man so ein Kloster von innen kennt, dann funktioniert das ja auch wie eine Genossenschaft, also dass es ein paar Verantwortliche gibt, die miteinander das verwalten, was ihnen vor Jahrhunderten irgendjemand übergeben hat und halt eine Zeit lang dafür Verantwortung tragen. Und wir haben auch schon darüber geredet, bei der Grimbauer vielleicht auch Mitglied zu werden, aber bei uns wird alles gemeinschaftlich, demokratisch beschlossen. Der Entschluss steht noch aus, können wir dann vielleicht beim nächsten Radio Frühschoppen drüber reden. Also, die Einladung zum Frühschoppen ist bereits ausgesprochen. Wir werden ein Datum festlegen. Und weil ich das weiß und ich darf das zurückspülen, nicht nur die Kirche hat Geduld, sondern auch wir. Wir werden darauf warten, bis diese Mitgliedschaft besiegelt ist.
Ein Bischöl vom Edelweiß, der Berstl Viergesang, hat noch eins gerichtet für uns. Ein Bischöl von Edelweiß, Olm Rausch und Ehrenpreis, steckt sie mir auf meinen Hort, ei, da steht gut. Steckt sie mir auf meinen Hort, ei, da steht gut. Holdia, dia, holdio, holdia, dia, holdio. Holdia, dia, holdio, holdia, dia, oh. Uns Wegerl ist klar verwahrt, Stegerl ist klar verdraht, Stierle ist robbenfalsch, Jose sagt man nicht aus. Stierle ist rumfalsch, ja, sie sagt man nicht aus. Holdia, dia, holdio, holdia, dia, holdio, holdia, dia, holdio, holdia, dia. Uns Dirnle hat ein frischen Mord, Wangerl wie Milch und Blut, wann sie mir erspusseln dort, ei, das ist gut. Wann sie mir erspusseln dort, ei, das ist gut. Holdia, dia, holdio, holdia, dia, holdio, holdia, dia, ein bisschen vom Edelweiß, und damit haben wir, Sie haben es gemerkt, schon ein bisschen die romantische Note da jetzt mit einerbracht in unseren Frühschoppen, und die setzen wir jetzt gleich fort, nämlich mit der Wallfahrermusi, und der Walzer, den Sie jetzt da ausgesucht haben, passt da bestens dazu, zu diesen Gedanken. Das ist die lauschige Nacht, der Walzer vom Karl Michael Zierer. Thank you.
die Wahlfahrermusik mit dem Walzer Lauschige Nacht. Jetzt geht's schon bald zum Mittagessen. Es gibt da, wie soll es anders sein, ein Holzfällerschnitzel. Es riecht schon wunderbar einer. Das war ein Frühschoppen aus der Region Mura, aus der WM-Halle in der Stadt Mura. Ich bedanke mich bei Berstl Viergesang, bei der Wahlfahrermusik, bei Ihnen, liebe Damen und Herren, fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Wenn Sie es interessiert, Sie haben ab 13 Uhr die Möglichkeit, sich das da bei einer offenen Mitgliederversammlung noch anzuschauen. Ja, das war ein wunderbarer Frühschoppen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir da sein dürfen. Haben Sie noch einen schönen Sonntag. Wenn Sie schon heimfahren, kommen Sie gut heim. Jetzt gibt's den Schlussmarsch. Das ist der Marsch Jubelklänge. Schönen Sonntag noch. Diese Sendung widmeten Ihnen die Holzwelt Murau, die Murauer Green Power und die Stadtgemeinde Murau.